Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Eisvideo. Nein, leider nicht das da, sondern das hier. Ehrmann High Protein Eis, Passionsfrucht und Erdbeere. Ich habe euch neulich schon die großen Becher vorgestellt und vor ein oder zwei Jahren, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, auch die, ich sag mal, ersten Sorten von diesen kleinen Bechern. Da sind ja jeweils zwei Becher drin und da gab es die Sorte mit Schoko und eine mit Vanille. Die fand ich damals ziemlich gut, muss ich sagen. Jetzt bin ich gespannt, wie die hier sind. Also jetzt im Sommer was Fruchtigeres, eben Passionsfrucht und Erdbeere. Werden kosten 2,99 Euro zu bekommen in einigen Edeka-Regionen. Globus, Wasgau, Rewe war da, glaube ich, auch bei. Und noch irgendetwas, was ich vergessen habe. Also nicht überall. Man muss also immer ein bisschen suchen. Und wie so oft ist es so, nur weil es das theoretisch zum Beispiel auch bei jedem Edeka gibt, heißt es noch lange nicht, dass es das auch bei jedem gibt. Denn die sind alle unabhängig, der eine kauft das eine, der andere nicht. Das wisst ihr aber, von da gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein, sondern gucken uns direkt mal diese Eis an. Stellvertretend gucken wir jetzt einfach mal auf die Sorte Passionsfrucht. Wir haben ein Eis mit Joghurt-Maracuja-Geschmack, verstuhlt mit 4% Maracuja-Soße, mit Zuckern und Süßungsmitteln. Hier wird das Ganze dann vermutlich Erdbeer sein, genau, mit Joghurt-Erdbeer-Geschmack, 4% Erdbeersoße und auch mit Zucker und Süßungsmitteln. Die Nährwerte ganz kurz, seht ihr, 124, 127, ist alles fast identisch, deswegen gucken wir jetzt einmal hier aus ausführlicher drauf. Wir haben das Eis, genau wie hier steht, ist gemacht mit eingelegter entrahmter Milch. Erythrit gibt quasi süße Masse dazu, aber keine, kein Zucker, sage ich jetzt mal. Stevia wird zum Süßen benutzt, Sahne, Inulin, Molkeneiweiß, also auch so wie die großen Becher prinzipiell. Ne? Glukosesirup, Zuckerimmigatoren und so weiter, Johannisbrotkamel, Guarkamel, färbendes Grottenextrakt und so weiter. Wir haben eine Maracuja-Soße, die auch tatsächlich aus Maracuja-Saft gemacht ist, also haben wir sogar 2% Maracuja drin. Und in dieser Soße ist dann auch mal Wasser, Zucker, Glukosesirup und so weiter drin. Ein paar Farbstoffe. Hier haben wir die Nährwerte, übrigens 113 Gramm pro Portion, 2x 180 Milliliter, also ist auch Luft drin. Das Ganze übrigens auch von DMK Eis, die großen machen. 100 Gramm haben 124 Kilokalorien, recht schlank, 2,4 Gramm Fett, Kohlenhydrate 18, 11 Gramm Zucker, Ballaststoffe 4,5, kommt unter anderem, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ein Teil des Inulins zählt auch als Ballaststoff, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber Inulin ist eben auch das, was so ein bisschen den Fettgeschmack, das fehlende Fett ausgleicht, habe ich letztes Mal schon gesagt. Und Das ist das Ganze eben. Und das ist halt, wird gerne benutzt, um sowas ein bisschen cremiger zu bekommen. Und das ist eben das, was bei manchen Leuten Probleme macht. Aber ich muss ja immer so sehen, dass dieses Video hier vielleicht jemand guckt, der noch nicht das andere Video gesehen hat. Von daher nimmt es mir nicht übel, wenn hier Sachen wiederholt werden. Aber so grob muss man es ja nochmal für alle erklären. Oder was dazu sagen zumindest. Also ein recht schlankes Eis, muss man sagen, mit ordentlich viel Eiweiß, 9,5 Gramm. Und hier, wie gesagt, sieht das Ganze ziemlich ähnlich aus. Die beiden Eis habe ich hier schon mal rausgeholt, sind schon ein bisschen angetaut, ist hier so ein Deckel auch drauf und ja, ich würde sagen, ein bisschen schade finde ich, dass hier der Rand, dass sie so den Kontakt zum Rand verlieren, das sieht irgendwie, ja, nicht so geil aus, muss ich sagen. Löffel habe ich hier und wir fangen einfach mal direkt an mit Erdbeere, glaube ich. Ihr könnt mir auch mal schreiben, Erdbeere, Passionsfrucht. Ich glaube, ich freue mich mehr auf Passionsfrucht. Ich mag Passionsfrucht sehr, sehr gerne. Ich hatte sogar mal eine Passionsblume auf dem Balkon. Da sind aber leider nie Früchte gewachsen. Ich glaube, es war auch eben so eine Zierpassions. Aber das waren so wunderschöne Blüten. Sehr, sehr schön. Man muss dieses Eis auch ein bisschen antauen lassen, damit es eine schöne Konsistenz bekommt. Sonst ist es ein bisschen zu hart, muss man auch sagen. Hm. Viel besser. Ich habe ja bei dem großen Becher so ein bisschen kritisiert, dass das Eis nicht so geschmeidig ist. Hier ist das, es ist einfach besser hier. Ich weiß nicht warum, vielleicht war es auch Montagsprodukt, aber hier, auch wenn nicht viel Fett drin ist, haben sie diese Cremigkeit viel besser hinbekommen. Oder vielleicht machen sie die kleinen aber auch ganz anders. Die Zutaten sind ähnlich. Aber irgendwie war da die Konsistenz nicht so geil. Hier jetzt hingegen wieder richtig schön. Hm. Cremig, glatt am Gaumen. Und das passt. Schöner Joghurtgeschmack, Erdbeere auch, ein bisschen künstlich. Deswegen, ich dachte mir so, warum hast du denn die großen Becher jetzt nicht ganz so gut bewertet? Wegen der Konsistenz eben, das war mein größter Kritikpunkt. Du fandest doch die kleinen Becher so geil. Hast du dich geirrt? Nee, aus irgendeinem Grund sind diese kleinen Becher einfach besser als der große, was die Konsistenz angeht. Die machen wohl irgendwie was anders. Soße, ich muss gleich einmal richtig reinbuddeln. Hm.
Na, die Soße, soll das da die Erdbeersoße sein, dieses Orangene da? Seht ihr das? Soll das da die Soße sein? Ist da? Ich weiß es nicht, aber so eine richtig schöne rote Soße ist hier zumindest schon mal nicht drin. Hm, wer weiß. Joghurt, Passionsfrucht jetzt einmal zusammen. Oh, ich liebe den Geruch von Passionsfrucht. Allgemein Joghurt, Passionsfrucht ist geil. Es gibt bei Netto Markendiscount so einen Joghurt. Der ist mit ein bisschen weniger Zucker und Süßungsmitteln. So ein billiger, so ein großer, 250 Gramm. Der kostet irgendwie so 30 Cent. Der ist so lecker. Der ist so lecker. Der schmeckt auch richtig, richtig gut nach Joghurt eben und Passionsfrucht. Oder Maracuja, oder war es Pfirsich? Nee, war Passionsfrucht. Eine wunderbare Konsistenz, schöner Joghurtgeschmack. Also liebe DMK-Leute, ich weiß nicht, was bei den Großen passiert ist, aber hier ist die Konsistenz wirklich richtig schön für so ein fettarmes Eis, muss ich sagen. Lecker. Mmh. Der Becher hat 11 Gramm Eiweiß, das ist so viel wie knapp 100 Gramm Magerquark. Also es ist für ein Eis wirklich gut, das ist nicht wenig. Mmh, ein wunderbares Eis. Und das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Mehr gibt es dort nicht. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob das Eis was für euch wäre. Mögt ihr lieber solche Sommersorten oder lieber Karamell, Schoko, Vanille, die Klassiker? So ein reines Joghurt-Eis wäre auch geil gewesen, muss ich sagen. Mmh. Übrigens, bezüglich Soße, könnt ihr das sehen? Hier hat man auch, wo ist das jetzt? Man sieht das kaum. Da ist so ein bisschen dunkler. Seht ihr das da? Da ist Soße. Also man sieht die kaum. Und das ist jetzt auch nicht so eine Soße, die man richtig löffeln kann. Da ist 4% drin. Ist nichts. Ist nicht viel. Hm. Ein wunderbares Eis. Schmeckt mir sehr gut. Die Soße habe ich jetzt gerade gewissen. So ein bisschen kristallin. Aber von der Konsistenz einfach gut. Nur bei dem Preis. Ich finde das hier akzeptabel. Ich finde vor allem erstaunlich, dass die großen Becher dann irgendwie halt knapp 6 Euro kosten und diese kleinen 3 Euro, wobei die großen gar nicht so viel mehr Eis drin haben. Da war knapp 300 Gramm Eis drin, hier ist 226 drin. Wieso kostet das 6, das hier 3? Das große müsste deutlich günstiger werden, wie ich finde. Eure Meinung, wie gesagt, ist gefragt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.